Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr euren Clip auch in meinem Video sehen wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse senden. Legen wir los! Das nenne ich Karma. Sich durchschmuggeln und dann noch so blöd sein und direkt gegen die Wand. So wird man seinen Müll auch los. Was würdest du machen, wenn du das auf der Autobahn sehen würdest? Wie kommt er überhaupt dahin? Der kann ja nicht die falsche Auffahrt genommen haben. Wer denkt sich auch einfach, der arme Wagen? Der hat doch Sensoren und Kameras. Wie hat er das nicht gesehen? Genau wegen so etwas muss man wirklich immer Abstand halten. Wenn man seinen Hintermann nerven will, kann man die Düse so einstellen. Der tut so, als ob nichts passiert wäre. Wer hält auch an Ampeln oder Kreuzungen immer extra viel Abstand zu LKWs und Transportern? Schreibt es in die Kommentare. Mit diesem Manöver hat er alle verwirrt, wird er sich denken. Für den Führerschein sollte es wirklich einen IQ-Test geben. So kann man zumindest sehen, ob jemand geeignet ist. Wer hat eurer Meinung nach die Schuld? Schreibt es in die Kommentare.
Freunde, welchen Pfarrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 6 wirklich am schlimmsten. Warum sie da einfach aussteigt, bleibt wirklich ein Rätsel. Ich würde wirklich gerne wissen, was ihre Ausrede gewesen ist. Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Schöne Grüße gehen raus an My Summer Car Freak, Marvin, Ich bin du und Landwirt Steve. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.